kommt da eine Frage? Ja, warum ist die Frage? Genau. Ja. Also ich bin ins KZ gekommen aus dem Grunde, ich bin auf dem Lande geboren und ich war kein Landmensch. Und bei Hitler hat man alles verboten. Man durfte als Landmensch nicht in die Stadt rein. Und ich wollte gerne in die Stadt wohnen und in die Stadt arbeiten. Und ich hatte ja leider eine Stiefmutter und mit der konnte ich mich schon gar nicht vertragen. Und dann ging das schon gleich, wo meine Mutter gestorben ist, da war ich ja 4 Jahre, da ging das ja schon los. Und wie ich dann aus der Schule kam, so fing das dann an. Meine Mutter geht auch raus mit ihr aus dem Haus, beim Fremdbauern. Und mein Wunsch war ja in der Stadt arbeiten und in der Stadt wohnen. Das war bei Hitler verboten. So, und dann hat meine Stiefmutter dann gesagt, ich aus der Schule kam raus und ich aus dem Haus. Ja, und was habe ich denn gemacht? Beim ersten Bauern, der Koffer wurde gar nicht erst ausgepackt, der blieb stehen. Wenn die Bauersfrau ist dann schlafen gegangen, ich bin dann nach Stücken gegangen, bin abgehauen mit dem Koffer. Weil ich war nicht für Landwirtschaft. Naja, und das ging dann hin und her, wenn eine Frau mit 10 Kinder hatte, die 12 hatte die sogar. Dann haben wir eingezogen und die hat sich gefreut, dass man ein bisschen Hilfe hatte und hat mir ein Teller Essen abgegeben. Aber es war verboten in der Stadt. Die guten Nachbarn haben dann gesagt, da hält sich wieder einer auf. Schon war die Polizei da, nicht weggeholt. So ging das dann ein paar Mal hin und her, so dass ich hatte keine Heimat. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich hingehöre. Naja, und das, die Polizei hat sich jetzt ja auch nicht lange angeguckt, da wurde ja nicht viel Aufsehen, also guckt, wurde man verhaftet. Dann kam ich erst in Bismarck, da war ich ein paar Monate im Polizeirevier und dann kam ich dann nach ins Arbeitshaus nach Bislow. Und ich war ja nur, ich muss das gleich betonen, die letzten Monate im KZ, die letzten Monate. Was das bedeutet, ist ein ganz schwerer Schicksal, weil es überfüllt war. Das Essen, alles war noch weniger. Also es war, und dann vor allem die sind gestorben, also die Öfen konnten es nicht mehr schaffen mit der Verbrennung. Na jedenfalls, ich bin dann, muss nochmal zurück, ich bin ins Arbeitshaus und da hieß es dann eines Tages, bis morgen deine Sachen. Das ist ja etwas, ein Arbeitshaus war ja auch nicht schlimm. Wir sind da auch in der Gruppe zu arbeiten gegangen. Also es war kein Misshandel oder was. Das war aber die Vorstation. Und dann hieß das so, Küssmann, und dann sagt, oh, es geht ja nach Hause. Nee. Ich bin dann auf dem Schlosshof in Güstrow, da auf dem Schlosshof, da stand schon die, wie man so sagt, die grünen Männer mit den Zellen. Und es ging zum Bahnhof und dann hat man gesehen, der Zug aufgemacht wurde, der Waggon, was da schon drin war. Und wo die schon herkam. Das hat er gestunken, denn also das war, das kann man gar nicht erleben. Naja, so kam ich dann nach Ramsburg. Aber man wusste ja im Waggon noch nicht, was einem passiert. Naja, dann kam er dann da an, so 5 sind wir dann marschiert und ich will das nur ganz kurz machen, ich hatte 3 große Strahlen. Wir sind dann eingekleidet worden und das, ich muss sagen, 45 war ein ganz strenger Winter, wie wir vor 2 Jahren hatten. Und nichts auf dem Leibe. Wir hatten ja nur ein gestreiftes Kleid, ein Oberschlüpfer und so. Und vor allen Dingen haben wir ja gefroren schon, weil wir Hunger hatten. Und der 45, 44 war ja ein ganz strenger Winter. Und so. Naja, ich kam nun ins Lager und ich hatte 3 große Strafen. Die erste Strafe habe ich eine Kartoffel aus der Mülltonne genommen. War noch eine kleine Ecke dran. Achso, das muss man mal betonen. Das erste war, das schlitzte die Haare runter. Alles runter, die Zivilklamotten, Haare abgeschoren. Und dann, wie wir dann hinten rauskamen, dann hinten zum Lager rein, dann haben wir erstmal gesehen, was überhaupt für Gestalten da rumlaufen. Die waren ja alle schon halb kaum. Und ich habe meine erste Strafe gekriegt im Hofkommando,
da war eine Kartoffel in der Mülltonne, dann habe ich so eine kleine Ecke, die noch ein bisschen Material war, das habe ich gegessen. Ja, die SS, die Bergmann, die hat das Ding gemeldet und dann musste ich 8 Tage in der Ecke stehen und musste ich zugucken, wie die anderen auch gut gegessen haben. Man hatte ja nur 2 Mahlzeiten, morgens und dann abends, das war man. Naja, wie gesagt, der Körper ging schon alles, konnte man zugucken, wie der Körper abgebaut hat. Das war meine erste Strafe. Die zweite Strafe, da war ich im Strickkommando. Und da habe ich dann plötzlich begriffen mit dem Stricken, mit dem Strickgestick, mit dem Handabteil und das Ganze. Und dann hat die SS-Frau gedacht, die will doch nicht, ich stelle sie nur blöde an, die will nicht, die weigert sich. Dann hat sie mir rausgenommen von der Waffe, dann musste ich mir hinstellen und dann ist es schön mit einmal Wasser gekommen und dann haben wir die über den Kopf gefunden. Und wir hatten 44, 45, so einen Winter wie vor 2 Jahren, so eine Kälte. So, was musste ich? Ich musste vor der Baracke stehen, so lange, bis das angebrochen war. So, nun kannst du hier reinkommen. Dann musste ich mir mit den Klitschen lassen, was schon sozusagen am Anfrieren war, musste ich mir hinsetzen, das musste schön alleine auftauchen. Also, in den 9 Monaten, ich war wieder. Ich habe abgebaut, also da konnte man zugucken. Die dritte Strafe, da habe ich sowieso jetzt das Ende. Da bin ich in der Schneiderei gekommen, bei Siemens. Da haben wir Tarnanzüge genäht, ich weiß nicht mehr, da haben wir Militär-Tarnanzüge genäht. Und man behält ja genau die Namen, die einen misshandelt haben. Und ich habe immer gesagt, Der Binder haben wir so geschlagen, der Binder. Graf und Binder, das waren aber riesen Männer. Und die sind dann nur immer mit Knüppel und Silber gegangen, links und rechts haben sie nach der Maschine geguckt. Und als erstes war ja der ist morgens reingekommen, wenn wir so an der Maschine saßen, an der Nähmaschine, dann ist er reingekommen, hat sich auf den Tisch gestellt. Und dann hat er schon wieder, da kannst du noch als erstes was übergeben. Ja, und wenn einer noch nie an eine elektrische Maschine gesessen hat, ich habe gestoppt, ich konnte erstmal, ja, man hat Hunger, man ist so verkrampft, kommt da gleich eine wieder rüber oder was? Na jedenfalls, ich habe nicht weitergeschoben und die vor mir, hatte ja nur nichts zum Arbeiten. Und das hat er gesehen. Dann hat er mir rausgeholt, von der Maschine weg, und musste mir in den Weg, wo er mal mit seinen Knüppel gegangen ist, und dann habe ich geschlagen. Man war ja nur noch aufgewacht, man hat sowieso gedacht. Man ist nur noch wie, als wenn man getrunken hat, dann ging es um. Man konnte überhaupt nicht mehr denken, wenn man so abnimmt. Und noch hart. Ah ja, jedenfalls, meine Rettung war vielleicht, weil ich schon am Ende war. Ich war nicht mehr mit auf dem Todesmarsch. Ich lag schon im Lazarett, im Krankenhaus, wo der Tote gerade rausgetragen worden ist. Durchgesuppt alles. Da wurde noch nichts mehr gemacht. Durchgesuppt, da ist man hingeschmissen worden. Man war ja schon weg, Man hat ja nichts mehr mit. Ja, jedenfalls, die Krankenschwester sagt zu mir, ach so, das Tor war ja schon auf, die waren ja schon weg mit denen, die noch laufen wollten, Todesmarsch. Und ich muss nochmal betonen, Todesmarsch, wer da nicht laufen konnte und ist zusammengebrochen, da haben sie keinen Platz zu machen. Rennen, Graben, abgeknallt, es liegen die Einheimischen aus den Dörfern, die haben die dann beerdigt erstmal. Das war vielleicht, weiß ich nicht, was mein Schicksal war, ob ich sollte doch noch am Leben bleiben. Denn erstmal, das hätte ich nicht mehr geschafft, den Todesmarsch sowieso nicht mehr. Dann wäre ich auch abgeknallt worden. Und im Krankenhaus, da war ich ja auch schon am Ende, die Rote Kreuzschwester, also die da auch mit Technik war, die sagt zu mir, sag ich, komm, sag
war nach Hause, die Tor ist auf. Hat man doch gar nicht, hat jemand mal was weggeschrieben. Was hat die gesagt? Naja, gut. Sie hat mich aber dann doch, ich muss noch mal sagen, das Schlimmste war, heraus, von oben bis unten. Und dann da das Krankenbett da, das war so durchgelegen und durchgesuppt alles schon. Das hat man ja alles nicht mehr mitgekriegt. Naja, sie sagt zu mir, komm, sagt sie, wir wollen nach Hause, das Tor ist auf. Was hat die gesagt, das habe ich doch gar nicht mehr, ich war doch gar nicht mehr bei Sinn. Naja, sie hat mich dann hoch, hat mich angezogen soweit. Und dann wollte sie ja nur mit mir los, nach Hause, das Tor war ja auf. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt in Ravensbrück bin, sehr oft sogar, dann sehe ich, wo ich gekrabbelt bin, auf alle Tieren. Warum? Sie wollten mir ja nach Hause, hat mich auch untergehabt, aber Bums war ich wieder an der Erde. Und ich sehe heute noch, wir haben am Tor, weil die Öfen nicht mehr gearbeitet haben, da haben sie am Tor eine große Kutte ausgegraben. Wohin sollten sie mit den Toten, die im Revier noch gestorben sind, ganz schlimm. Und da bin ich dran, auf allen Tieren gekommen. Und ich sehe heute noch, wie die Kreuz und Quer da drin liegen. Das Bild wird man nie los. Die sind aber nachher umgebettet worden von dem Haupttor da. Die sind liegen da auch jetzt an der Mauer. Na ja, jedenfalls, sie wollten mich ja nur nach Hause. Immer wieder zusammen gesagt, was mache ich mit dir? Ich krieg doch nicht nach Hause. Ich kann doch nicht mehr laufen. Dann hat sie mich da oben hoch, wo heute die Ausstellung ist, wo der Kommandant hingewohnt hat, der Höchste. So, kommt, schleppt mich da hoch, die Treppen. Dann hat sie, da kam da rein. Da hat man erst mal gesehen, wie die gelebt haben, die Speisekammer folgen. Das blödet man ja nicht los, das behält man ja ewig. In der Küche war eine Couch, da hat sie mich erst mal hingelegt. Aber ich konnte nicht essen. Ich hatte ja keinen Magen mehr. Das war ja alles schon zusammengeschlossen. Speisekammer voll. So. Jetzt habe ich da erstmal gelegen. Sie wollten ein bisschen futtern und der Magen nahm nichts an. So, dann kam das Schlimmste noch. Kamen ja dann die Alliierten, also der Russe kam ja dann im Anmarsch. Und die waren ja unter Alkohol, die hatten ja nur gewonnen. Ne? Und dann sind sie über uns beide noch hergefahren und haben uns vergewaltigt. Dann habe ich laut geschrien, jetzt will ich sterben. Ganz laut. Und ich musste aber durchhalten. Und dann sind ja hinterher gleich die SS, also die Höhere gekommen, die haben dann auch Quartier bezogen, weil das ja ein großes Haus war. Und die haben dann für Ordnung gesorgt. Also die haben uns auch nicht angepasst. Nicht durften wir 14 Tage da drin bleiben. Ja, das Schlimmste war, jetzt komme ich, hat sie mir ja nach Hause, stufenweise. Und was war das Schlimmste? Ich glaube, ich habe mir heute die ganzen Hände verkrüppelt. Die Hände standen ja so. Das erste Mal, was meine Mutter gesagt hat, Vater, du guck dir das an, was soll man wieder mit dir anfangen? Ist er wieder gelassen? Ist er wieder gelassen? Sagt meine Mutter, Mädchen, komm, ich hatte kein Elternhaus. Das war das Schlimmste. Und weil ich ja kein Landmensch war und wollte in der Stadt arbeiten und wohnen. Und das gab es bei Hitler nicht. Und so denkt man heute asozial. Heute kann man alles machen. Man kann hinziehen, wo man will. Man kann arbeiten, wo man will. Leider war dann alle bei Hitler verboten, wenn der Mensch anders war und was anders möchte. So war das früher. Wenn man sagt, nur ja, die war im KZ, was hat denn die da gemacht? Ich hatte gar nichts gemacht. Nur weil alles verboten war. Nicht? Und ich dachte, auf dem Land bin ich auch kein Landmensch. Und ich hatte das ja schon in der Kindheit mit meiner Mutter schon. Das reicht ja schon, dass meine Mutter gestorben ist und 4 Jahre war. Und ich habe immer nach ihr gehauen, du bist nicht meine Mutter. Ich hatte kein Elternhaus. Ne? Ja, so kann das kommen. Naja, aber ich sollte noch nicht sterben, aber kurz davor.
Und deshalb, die ganzen Jahre schon, ich habe noch eine Kollegin, mit der gehe ich jetzt schon 13, 14 Jahre, gehen wir in Schulen und halten Vorträge, und es soll nicht vergessen werden, was wir gelitten haben. Denn alle Menschen waren nicht schlecht. Es waren vielleicht ein paar zwischen, die das verdient hatten. Aber es war auch viel, viel Unrecht. Viel, viel Unrecht. Dass man so bestraft wurde, dann hatte man nichts gemacht. Frau Heinrich, vielen Dank vielleicht erst einmal, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in kleine Ausschnitte des Lebens.